Hallo zusammen, wir unterhalten uns heute über das Gauß-Jordan-Verfahren, das insbesondere zum Lösen linearer Gleichungssysteme taugt. Das Gauß-Verfahren wird angewendet auf die sogenannte erweiterte Koeffizientenmatrix. Das habe ich ja im ersten Video erläutert, wie man die erhält. Und mit dieser erweiterten Koeffizientenmatrix wird gerechnet, und zwar werden sogenannte elementare Zeilenumformungen angewendet. Das sind erstens die Vertauschung von kompletten Zeilen sind erlaubt, das Multiplizieren einer Zeile mit einer Zahl, natürlich auch eine komplette Zeile mit einer Zahl, die Addition zweier kompletter Zeilen, wobei nur eine der beiden verändert aufgeschrieben wird, die andere bleibt einfach so stehen, wie man sie vorher hingeschrieben hat, also wie sie vorher auch stand. So, wie funktioniert das? Ich zeige das mal anhand eines Beispiels. Das ist jetzt kein Beispiel vom Zettel, sondern ein neues. Wir haben hier eine Gleichung, in der fehlt die Variable. Letztendlich haben wir hier 0 mal x1 stehen. Also kann man das auffüllen. Und wir wollen das Ganze so lange umformen, bis wir, das ist unser Ziel, ein Ergebnis für x1, x2 und x3 haben. Das heißt, irgendwie da steht x1 ist gleich eine Zahl, x2 ist eine Zahl, x3 ist eine Zahl. Wäre das Gleichungssystem größer, entsprechend größer. Dazu hatte ich ja gesagt, setzt man das Gleichungssystem als Koeffizientenmatrix um. Erweitert das um den Vektor der Lösungen, also der Ergebnisse hier hinten dran, Strich dazwischen. Sie kennen das aus dem ersten Video. Und wenn man dieses Gleichungssystem umformt, erhält man die Form 1, 0, 0, 2, das ist x1, x2 ist gleich minus 3 und x3 ist gleich 1. Man kann das übrigens auch sehen, ganz schön, wenn man sagt, a ist die Koeffizientenmatrix, man multipliziert das mit dem Vektor x und das ist dann der Vektor der absoluten Glieder, also hier dieses b. Wer das mal ausprobieren mag, der sieht sofort, die erweiterte Koeffizientenmatrix liefert das Gleichungssystem. So. An dieser Stelle ist es jetzt zweckmäßig, die erste und die zweite Zeile zu vertauschen, damit wir hier oben an dieser Stelle hier eine 1 bekommen. Wenn wir das tauschen, haben wir hier die 1. Und dann sollen wir hier Ziel im ersten Schritt ist hier 1, 0, 0. Das müssen wir hier irgendwie erzeugen. Das heißt, hier haben wir schon schön interessanterweise eine 0. Hier brauchen wir noch eine 0. Wie bekommt man die? Man bekommt die, indem man zum Beispiel die obere Zeile mit 3 multipliziert und zur unteren hinzuaddiert. Dabei bleibt die obere Zeile so stehen, wie sie stand. 1, 1, 3. 2 schreiben wir also ab. Mit der zweiten Zeile haben wir nichts gemacht. Also können wir sie einfach auch abschreiben. 2 minus 1, 7. Nur die untere Zeile verändert sich jetzt und wird zu 1 mal 3 plus minus 3, hier unsere gesuchte 0. 1 mal 3 sind 3 plus 2 sind 5. 3 mal 3 sind 9 plus 2 sind 11. 2 mal 3 sind 6, minus 10 sind minus 4. So, damit haben wir den nächsten Schritt erledigt und haben hier jetzt oben einen Eintrag und dann 0. Wichtig ist, dass diese Nullen nicht verschwinden, wie diese Zahl hier oben lautet. Das ist nicht so interessant. Das kann man jederzeit nachträglich noch ändern. So, also planen wir den nächsten Schritt. Wir müssen jetzt, wir schauen hier mal, diese Spalte bearbeiten. Das entspricht ja hier dieser Spalte. Das heißt, hier muss eine 0 hin und da muss eine 0 hin. Wie bekommt man das in Griff? Eine Möglichkeit für die 0 hier oben.
ist, wir multiplizieren diese Zeile mit minus 2 und addieren die mittlere dazu. Das passiert also, da steht dann minus 2, denn minus 2 mal 1 plus 0 ist minus 2. 1 mal minus 2 ist minus 2 plus 2 ist 0. 1 plus minus 6 sind minus 7. Und dann haben wir hier noch minus 4 minus 7 sind minus 11. Die mittlere Zeile wird nicht angefasst, also lassen wir sie auch ruhig einfach so da stehen. Und die untere Zeile, da möchten wir an dieser Stelle hier ja jetzt auch eine 0 bekommen. Hier soll also eine 0 stehen. Wie kriege ich das geschickterweise hin? Ja, entweder teilen wir oben durch 2 oder multiplizieren mit 2 Fünfteln, was immer sehr unangenehm ist. Nicht 5 Halben, Entschuldigung. Einfacher ist es, man multipliziert oben mit 5, unten zum Beispiel mit minus 2 und kann dann wieder addieren. Und hier vorne in der ersten Spalte tun uns die beiden Nullen auch den Gefallen, dass da gar nichts passiert. Das heißt, da steht die 0 so, wie wir sie brauchen. Und dann haben wir hier 5 mal minus 1 sind minus 5, minus 22 sind minus 27. Und dann haben wir hier minus 35 plus 8 sind minus 27. Und hier sieht man schon noch eine Kleinigkeit, die man gleich erledigen kann. Wir können diese Spalte durch minus 27 teilen. Dann sieht das Ganze nämlich gleich viel hübscher aus. Nämlich so, wie es sein soll. Wir haben dann hier stehen 0, 0, 1 und hier hinten auch eine 1. So. Übernehmen wir kurz die Zeilen. Das muss man nicht. Man kann theoretisch auch das gleich stehen lassen und einfach mit den Zahlen weiterrechnen. Aber das ist, denke ich, an dieser Stelle unübersichtlich. Wir bearbeiten jetzt unsere dritte Spalte. Das ist diese hier hinten. Da wollen wir an diese beiden Stellen eine 0 bekommen. Dazu brauchen wir diese beiden Zeilen nur zu addieren. Die untere bleibt so stehen, wie sie stand. Wenn wir jetzt die beiden Zeilen zusammenrechnen, kriegen wir 0 plus 0 sind 0, 2 plus 0 sind 2, minus 1 plus 1 sind unsere gesuchte 0, 1 minus 7 sind minus 6, Dann hätten wir noch zu bieten am Schluss dieses hier mal 7 und zudem dazu. Dann haben wir hier eine minus 2, 0, 1, 7 minus 7 sind auch 0. Und hier hätten wir 1 mal 7 minus 11 sind minus 4. Jetzt müssen wir hier noch in diese diagonalen Einsen schreiben. Und dann haben wir hier also noch durch minus 2 zu teilen, hier durch 2. Dann steht in der ersten Zeile 1, 0, 0, 2. Dann haben wir 0, 0, 0, 1, Entschuldigung. 0, minus 3 und 0, 0, 1, 1. Ich hoffe, das ist das Ergebnis von oben, das ich hingeschrieben habe. Ist es auch. Das heißt, ich habe mich auch nicht verrechnet. So, das war der Gauss-Algorithmus einmal ganz ausführlich. Jetzt werde ich das noch einmal für die Aufgabe A auf dem Blatt machen. Das heißt, ich nehme die erweiterte Koeffizientenmatrix von oben mit 1, 1, 1, 2,
2, 1, minus 1, 5 und 1, minus 1, 1, minus 2. Fange an. Sinnvollerweise den hier mal minus 2 zu dem dazu. Warum? Meine erste Zeile bleibt wie sie ist, denn da vorne in der ersten Spalte, das ist ja unsere Spalte, die wir bearbeiten wollen, soll ja hier eine 1 stehen. Das tut sie. Und der Rest interessiert uns erstmal nicht. Das kommt in dem nächsten Schritt. So, wenn wir jetzt hier 1 mal minus 2 plus 2 rechnen, kriegen wir hier unsere gesuchte 0. Dann haben wir minus 2 plus 1 ist minus 1. Minus 2 minus 1 sind minus 3. Dann haben wir hier minus 4 plus 5 ist 1. Und hier muss man mit minus 1 multiplizieren und zur letzten Zeile dazu addieren. Das heißt, dann bekommen wir hier unsere gesuchte 0, denn 1 mal minus 1 ist minus 1 plus 1 ist 0. Dann haben wir hier minus 1 plus minus 1 sind minus 2. Minus 1 plus minus 1 sind 0. Minus 2 plus minus 2 sind minus 4. So, jetzt kann man, wenn man möchte, selbstverständlich diese beiden Zeilen tauschen, wenn man es sieht. Dann haben wir schon mal eine 0 gerettet. Das heißt, man kann das aufschreiben. Man kann aber auch einfach stur weitermachen, ohne dass man da irgendetwas verändert und sagt, okay, ich muss hier jetzt die nächste Spalte bearbeiten. Das ist diese. Nehme dafür die mittlere Zeile zum Bearbeiten. Dann reicht es einfach, wenn ich die beiden addiere. Dann habe ich im nächsten Schritt da stehen 1. Ups. Habe. 1 minus 1 plus 1 ist 0, minus 3 plus 1 sind minus 2, 1 plus 2 sind 3. Unsere 0 bleibt hier, denn die Zeile wird einfach abgeschrieben. Dann müssen wir jetzt an der Stelle hier noch eine 0 erzeugen. Dazu nimmt man am besten diese Zeile mit minus 2 mal, denn minus 1 mal minus 2 sind plus 2, minus 2 sind hier unsere gesuchte 0. Da wir hier vorne eine 0 haben und hier eine 0 haben, ändert sich an der Stelle nichts. Minus 3 mal minus 2 sind 6. Und minus 2 minus 4 sind minus 6. Wenn ich jetzt hier hinten durch 6 teile, dann habe ich hier stehen 0, 0, 1, minus 1 und übernehme die anderen Zeilen der Übersichtlichkeit halber einfach mal. Damit ich jetzt weiß, okay, ich muss den mit 3 multiplizieren, hierzu addieren und mit 2 multipliziert zu dem addiert, gibt es an der oberen Stelle die 0. Hier ist was über. Und zwar ergibt es dann, hier bleibt die 1 stehen, 0, 0, minus 1, 0, 0. Dann haben wir hier eine 1 mal 3. Dazu gibt hier unsere 0, die gesuchte. Minus 3. Das gibt hier minus 3 plus 1 sind minus 2. Hier haben wir noch unsere minus 1 stehen. Und dann haben wir minus 1 mal 2 plus 3 gibt eine 1. Und wenn man unten auf dem Zettel guckt,
Dann sieht man dort auch die Lösung. Da steht x, y, z ist gleich 1, 2, minus 1. Und man sieht, dies hier ist identisch. So, versuchen Sie jetzt die restlichen 6 Aufgaben zu lösen. Im nächsten Video wird dann noch einmal ganz kurz eine Anwendung des Gauß-Verfahrens gezeigt. Vielen Dank.